Der Primat des Tempels, das ist der Grundgedanke des Propheten Haggai. Der Primat des Tempels und des Gottesdienstes hat unmittelbar zu tun mit dem tieferen Grund, mit dem Primat Gottes. Gott immer und zuallererst. In dem, was wir gestern gelesen haben und heute lesen, gibt es eine direkte Korrespondenz auch zu unserer Wirklichkeit. Wir haben das gestern schon gesehen. Etwa in der Feststellung von Papst Benedikt: Nirgends ist die Kirche so sehr bei Christus und nirgends ist sie so sehr bei sich selber als in der Feier der Eucharistie. Auch hier ein klarer Primat. Aber ist das einfach so automatisch? Heute gibt es dieses wunderschöne Wort, das mitten in der Lesung steht. Macht euch an die Arbeit. Also stellt diesen Primat des Tempels wieder her, denn ich bin bei euch. Spruch des Herrn der Heere. Der Bund, den ich mit euch geschlossen habe, bleibt bestehen und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Die Gegenwart Gottes ist der Grund für uns, diese Priorität des Tempels und des Gottesdienstes bis heute zu setzen. Gott ist immer und überall gegenwärtig, ja. Aber sind nicht wir es, die diese Brücke brauchen? Es ist ja nicht so, als würden wir einen Automaten bedienen, wenn wir beim Stundengebet oder bei der Messe anfangen zu beten, dass sich dann Gott vielleicht herablässt, uns zu erhören oder gegenwärtig zu sein. Nein, Gott ist immer gegenwärtig. Aber benötigen nicht wir diese Öffnung auf diesen immer gegenwärtigen Gott, der immer seinen Geist bei uns wohnen lässt, der uns immer den Frieden und die Gnade schenken will. Wie wir etwa im dritten Hochgebet immer sprechen, dieses Opfer bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Und manchmal mag man denken, und warum ist so viel Unheil und so viel Unfriede da? Ist das etwa, weil Gott sich verschließt? Oder ist es nicht vielmehr, dass er nach der Lehre der Kirche, etwa zur Feier der Sakramente, nicht einfach nur das Handeln und die richtigen Worte gesprochen werden müssen, sondern diese Worte sich mit dem Glauben verbinden müssen? Also es muss in uns etwas geschehen, auch wenn auch das Wirken der Gnade ist, zum Geschehen und zur Gegenwart Gottes. Wenn wir diesen Primat so nennen, gehört immer unser Glaube, unsere Bereitschaft. Und wir sehen sofort aus den Worten des Haggai, wie auch in diesen kleinen Beobachtungen, wo es hapert, nicht an der Gegenwart Gottes. Man kann das zuweilen hören, ach, Gott ist so fern. Gott ist nie fern, aber wir entfernen uns von ihm. Es ist unser Unglaube, der ihn so fern erscheinen lässt. Nicht sein sich verschließen, sich verstecken etwa. Es gilt dieses Wort: Ich bin bei euch. Der Bund, den ich mit euch geschlossen habe, und das können wir als den neuen Bund verstehen, den wir jetzt gleich wieder feiern auf dem Altar. Dieser Bund bleibt bestehen und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht.